So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Wir haben den Kurs angefahren. Jetzt gucken wir gleich mal hin. Einfach mal lassen wir hier mal eine Webkante öffnen. So, warte mal kurz hier. So. Jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir nur. So, wie ist mit dem Ding jetzt? Eigentlich brauchst du wahrscheinlich nur einen Abfahrer. Weil ich habe ja. Hier oben. Licht einschalten. Ah, wir bremsen ein bisschen. Warnung gesetzt. Also entweder. Macht den Startpunkt hier hin. Von da lang. Oder macht den Startpunkt. Mache ich wahrscheinlich so. Ja, bis der voll ist, haben wir hier das weggecountet. Macht den Startpunkt der voll hinten der Route. So, jetzt drehen wir den Kirschstamm um. Pum, 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 pum. So. So. Achso, halt. Das sollte ich vielleicht noch einschalten. Überladewagen. Wir haben hier das aktiviert. Wir starten bei 80% Euro. Dann können wir schon bei 85, das ist Wursti. Dann kommen wir mal 75. Ja, das müssen wir noch einstellen. So. Weiß ich natürlich bloß nicht. So. Haltepunkt setzen. Jetzt natürlich durch die Frucht machen wir natürlich nicht. Das wird ja einfach zu anfangen. So, jetzt sind wir los. Ja. Hier unseren Haltepunkt. Und dann stellen wir den. Da, den. Rum. Dürften sie sich eigentlich nicht in die Quere kommen. Stopp. Der Name hier fällt 4. Fällt 4. Den können wir auch schon einstellen. So, jetzt müssen wir in den Shop. Wir möchten Rübenernte, wir möchten gern das mieten für. Nur 2 Stunden. Und wir möchten das mieten für 2 Stunden. 3000 Euro, hallo! Wir lassen uns das Ganze natürlich liefern. Wir sind sehr faul. Wir steigen in das Holmer Gefährt ein.
Zack. Das kann man nicht wegmachen. Mach mal die Kiste an. Das da, das da, das da. Licht an und Licht an. Mehr Licht? Ah ja. Schön. So. So. Boah, cool. Schön der Ton. So. Wieso geht das nicht? Wo ist denn mein Problem? Doch falsch rum. Nee. Tatsache, dass ich falsch rum bin. Wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Da ist weg. Du musst, glaube ich, ein Stückchen wegschieben, oder? Du hast so eine genial gute Lenkung, dass ich da jetzt so hinkomme. Vorne. Und jetzt hier so rum. Ah, jetzt bin ich fest. Ja, wie nur ist das? 400.000 PS. So, weil da in der Kapitän wird dann wohl da mit dem Weg sein. Komm, schieb's auf. Kapitän, komm mal. Ah, guck, da geht's. Zack. Theoretisch kann man das doch jetzt noch zusammenklappen, oder? Oh ne. Falscher Knopf. Alter, aber da sieht man doch überhaupt nichts mehr, oder? Naja. Wenn ihr das so wollt. So, wir sagen, wenn man aus Feld das dann losernten kann, beziehungsweise lassen wir das ernten. So. Coole Maschine hier. Coole Maschine, was nämlich natürlich immer ein bisschen stört bei den Giants-Dingern, dass ich den Joystick hier. Ich vermute mal, dass man so einen Joystick fährt, so jeden Tag. Ne? So, oder so wie die Traktoren auch. Dass der sich nicht bewegt, das Gaspedal genauso wenig. Finde ich ein bisschen schade. Aber so. Wir kommen. Hoppla. Da steht ja drin. Das ist ein bisschen ungeschickt, dass der da ausgerechnet jetzt da steht, aber wir brauchen eigentlich den Rad. Hier müsste der eine reichen, oder? Wir setzen den mal ein Stück zurück. Den fahren wir hier an Wald. Stellen wir halt jetzt hin. So. Und dann gucken wir mal immer. So, da hat er hier bestimmt noch die Schnecke und dann kann ich mal das hier gesehen, Hundegang und so weiter und so fort. Warte mal, wie klappt denn das sich aus? Ich glaube ja, wir machen hier erstmal, wir fangen erstmal hoch und runter. So. Aufgeklappt. Den hier ein GPS an. Dann raus zu nix. So, kurz gerade. Schnell ist ganz schön ein bisschen drin. So, das hätte man nicht gemacht. Ausmachen. Nur auf Einzelanwendung, wir können mit Fahrzeug. Das können wir bestimmt irgendwie nicht. Lenkmodus anfahren, die Maschine aufklappen, das ist schon mal ganz wichtig, das ist nur noch überhaupt nicht klar.
jetzt nicht mal von der Arbeitsbreite, ich habe gerade geguckt. 4 Meter. Was GPS war nicht. Sind wir ausgefahren? Ja, wir sind ausgefahren. Jetzt können wir das Ding mal ausfahren. Das ist ja da drin. Gut, aber das brauchen wir ein bisschen mehr. Das ist egal, das ist einfach nur eine Notwendigkeit. Nee, wenn das so, wenn man nicht, dann kann man gut sein. Hundegang, wirklich. Ich wollte aber nicht so Hundegang, sondern Hundegang von der Wasserseite. Ist das Hundegang? Ich glaube schon, oder? Dass man so schräg versetzt übers Feld fährt. Können wir mal hier den Hitschik ändern, schalten wir die Kiste mal ein. Ja, genau das wollte ich. Dass man nämlich versetzt fährt, zum 45.000 Rippen, also passt das ganze Feld rein. So, ich verzehr dreimal hohen Runde, würde ich sagen, wenn wir hier ein bisschen Platz haben. Ich bin gucken, wie es jetzt geht, mit dem Hund im Moment. Ist es aber nicht. Mal gucken. So, dann können wir auf jeden Fall mal aufwärts gehen. So, jetzt gucken wir mal, was passiert beim Lenken, ne? So, da fährt er so schräg dann mit. Okay, so. Also kann man ja auch definitiv mal so umdrehen. Nee. Wir müssen ja eh den Hundegang in die andere Richtung dann machen. So, wir müssen auf jeden Fall ein Stück zurück, sonst war das nix hier. So. Dann drücken wir diese Taste und dann drücken wir Radlenkung, Hundegang links, nein, und dann Hundegang rasch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Bist du unten? Oder bist du? Passt. Passt. Ja, cool. Coole Maschine. 7.000 Kartoffeln. Reicht vielleicht doch nicht für das ganze Feld. Jetzt hier etwas studieren. Maschine des Jahres 2014, Maschine des Jahres 2016. Oh, cool. Holmer. Exakt. Holmer Maschinenbau.de. T4 440. Deiner Cut und wie sie Luft achten von Deutschland aus. Das ist ein Reichweite, der Wahnsinn. Hat der eine Kupplung? Das bringt mir nichts, was ich da hinten dran habe. Ein Grober. Hier mehr Proben. So, jetzt schieben wir den Kollegen weg, dass wir den militärischen Menschen wieder haben. Machen den Hundegang aus. So wie so eine Wendefahrt, genau. Ich muss das mal gucken, ob ich es ohne das hinkriege hier. Ohne das ganze Ding.
Wir rollen mal ein bisschen durch die Gegend. So, der kommt 25% haben wir jetzt drin. Ich würde jetzt einmal hier noch. Da finden wir es ja recht schwer. Ne? Und drehen das Ganze mal um 90 Sekunden. Wir müssen so eine schöne Stufe schieben. So, dann senkt man den ganzen Hafer wieder. Und jetzt noch mal das Schnellrad legen, das ist schon wieder von der falschen Richtung. So, dann machen wir mal den Schnellrad mit Traktor besser. Ja, dann mal drin. Ja, gut schon. Das ist jetzt aber blöd, weil es steht natürlich nicht da, wo hin will, das dürfte man. Nein, genau. Nur leider klappt, wenn es stimmt. Na, jetzt haben wir die jetzt hier echt gelungen. Das ist ja schon mal, dass ich mit spiele. Gibt es schon eine Weile, aber irgendwie. Habe ich natürlich nie Kartoffeln angepflanzt, ich eine. Schon. Echt cool. Da vorne macht das Kraut weg, das sieht man liegen. Und da die Dinger reißen dann den Boden auf, denke ich. Oder was die da machen. Da ist noch so eine Drehrolle gedöhnt, Dings. Und da haben wir noch. Und da so ein Diener. Und dann fliegen die Kartoffeln auf die Schnecke und werden eingedingselt. Kann man fahren, so ist das klar, wenn wir hier den Motor haben, dann müssen wir die ganze Gas geben. Oh Gott, wir haben hier gesehen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da können wir zurück. Zack. Machen wir den Hundegang mal aus. Jetzt müsste wieder diese Wendelinien drin sein. Ja, also ein anderer mit auf die Straße umkurven. Achso, ich würde jetzt sagen, warte mal, ich muss ja so fahren. Wegen Abladen. Genau, ich fahre jetzt hier wieder zurück, dann fahre ich dann wieder hoch und dann fahre ich jetzt wieder dreimal herunter. So, dann müssen wir ein Stück weit zurück. So. Das wieder an. Dann senken wir das ganze Ding. Dann machen wir den Gang wieder an. Ja, so sieht man die immer fahren, so versetzt, dass die mit den Hinterrädern bis in der Frucht rumkurven. Da vorne sind die Räder weiter innen, aber hinten sind die natürlich ein bisschen breiter und dann ist natürlich die Gefahr, dass die auf der Frucht rumeiern. So, 57 Mann, der wird auch gleich jetzt mal losdüsen. Kollege.
So, dann mal gucken, wie das umgesucht wurde. Aus. So, diese Wendelenkung an. Jetzt fahren wir hier nämlich nochmal hoch. Ja, mal gucken, ob wir da hinkommen. Oder nicht das. Jetzt mal hier mal. Platz zum Wenden, eigentlich müssten wir wahrscheinlich nicht mehr fahren. Das ist jetzt 12 Meter, das muss eigentlich reichen, wie riesig ein Stück was drin ist. Ich werde sowieso das Feld wahrscheinlich teilen. Das sind 3-4 Abschnitte. Dann werden wir Stück für Stück. Ernten, damit ja. Einfach, hoffe ich denke. Da hängt hier irgendwie eine Reihe zu fliegen. Es wird mir rechts sein. So. Noch 1%, dann fährt der Kollege. Ich glaube, wir haben nur 75%. Ja, das muss ich machen. Ich wollte hier, dass wir das drehen. So, heute kam aus. Ach, die ist doch GPS. Mit Lenkrad fährt, geht es erst aus, wenn man voll einschlägt. So. Und dann hier ein bisschen verschieben. So, an mit dir, runter mit dir und sehr, sehr cool. So, da müsst ihr jetzt eigentlich kommen da drüben. Ah, nee, warte mal, der kommt ja noch gar nicht. Ich habe ja vergessen. Deutschen Wurzeln sind noch immer genauso. Müsste eigentlich. Was fährt da los? So. Okay. Ich merke mal davon, ich könnte unsere Rohre auskippen. Also kann ich das nicht auskippen. Schön. So, jetzt mal weiter. Fahren noch dreimal oben runter und dann. Und dann ist der Ding vorbei. Ja, das ist ja doof. Wunderbar, wenn es dir nicht vorbei, alles klar. Ja, dann komm mit. Hinten schalten um. Alles klar. Und dann gucken wir mal. Dann stelle ich jetzt, glaube ich, auf 85%, das ist ja blöd. Das ist ein kleiner Ende, oder? Ja. So, dann haben wir die Geschichte mit dem. Zack.
Was machst du denn? Oh Junge. Summe schon immer 85, so zeitlicher Abstand, 4,6 Sekunden, das ist zu wenig. Du könntest ja mindestens 5,50 Meter zur Seite fahren. So, jetzt fahren wir ein Stück vor, dann musst du da ein bisschen mit einer Runde fahren. Jawohl, sehr schön, so, guck mal, läuft. Überladen. Hallo? Dann müsste ich das hier irgendwie befehligen. Ist das hier ein Nö. Okay, warte, muss ich auf den Kopf machen. Meter 10. Ich habe noch ein Stück zurück. Jetzt. Na. Na guck, wie viel passen denen jetzt rein? Ich hab mal geguckt, gibt der eine ganze Ladung mit? Können wir mal umdrehen? Ist der jetzt voll? Da war voll, war nicht klar, war nicht klar. Zack. So, dann haben wir wieder Haltung senken. Das ist falsch, senken. So, hat es geklappt? Ja, geklappt. Ach du Scheiße, was machst denn du? Fahr langsam, Alter. Ja! Junge. So. Und hier noch 2-3 Mal. Und dann gehen wir noch vor. Da hinten. Sehr schön. Der Kollege drüben spannt. Der treibt. Das ist der Ausgabe mit zunächst mal gelblich da. Ich bin nur gespannt, das klappt hier mit. Mit Überladen. Nee, nicht wahr? Oh, hoppla, das war so nicht geplant. So, dann müssen wir den mal kurz entlassen hier und dann ein Stück zurücksetzen. So. Und einfach einstellen. So, dann bin ich mal hier vor. Gibt den Kurs hin. Stück Jo, jetzt sieht er gut aus. Ah ja, guck mal. Dann können wir hier rum und nun und hin und her. So, jetzt haben wir eine Geschichte hier. Ums und rums und ums. So, dahinter. Das an. Gut. Dann guck mal, der Fan. Jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob ein Erfahrung reicht oder zum Glück noch. 2000 sind noch drin. Naja, aber der Weg ist schon 2000.
Müsste eigentlich reichen. Dürfte eigentlich nicht. Müsste eigentlich wirklich reichen. Es gibt ja von der Zeit her jetzt 14.000. Ja, natürlich sagen die so einstellen. Das umstellen. Achso, aber dann stimmt das hier nicht. Mit der Kante. Ja, stimmt. Ah, alles klar. Dann würde ich sagen, wenn wir hier immer wollen. So, jetzt ist natürlich. Da wird sich mit Hunde laufen. Das ist vorne in das Feld. Man sieht ja, es reicht, aber man macht es trotzdem aus fruchttechnischen Gründen, glaube ich, versetzt, fährt man einfach versetzt. So, guck mal, der lädt ab, das langt auf jeden Fall. Da reicht ein Abfahrer. Das ist schon 20.000, das gibt echt Flotte. Da haben wir schon einige Hänger von mir. Ich würde auch sagen, wir lagern die Kartoffeln ein, lassen die und bis ich Zeit habe, hier die zu waschen und das ganze Zeug, bis ich das Geld habe, mir diese Produktionsreihe zu kaufen, dann kommen wir davon schon ganz lang. Vollkommen ein Abfahrer. Zuckerrüben, meine Güte. Bin ich blöd, das sind gar keine Kartoffeln. Aber die können wir, ich hab doch, bei den Kühen so ein Rübenhäckselschneid-Dingsgerät. Kommt doch mal an, wo das da leer ist. Ich muss dafür ein Foto drauf werden. So. Jetzt fahren wir. Wie fahren wir jetzt? Achso, ja, da in die Reihe und dann können wir kommen und uns abholen. Leer tanken. Ah, cooles Gerät auf jeden Fall. Ich freue mich schon wirklich auf die Landwirtschaftsanlage 2017. Muss man vorbestellen. Bestell den aber auf jeden Fall wieder wie alles, was ich bisher vom Landwirtschaftssimulator bestellt habe, direkt bei Giants. Halten Sie mal rein. Machst du denn?
Da würde ich nie was. So, ein bisschen Tisch. Genau wie alle Sachen werde ich das auch auf jeden Fall direkt anscheinend bestellen. Und bin ich echt gespannt. Der erste Cinematic Trailer ist draußen, ist ja leider Cinematic. Ich bin auf die Spielgrafik gespannt. Den ersten Trailer mit Spielgrafik. Ich hoffe, da hat sich. Ich denke, dass ich was getan habe. Ich hoffe. Ja, hoch. Die Reibe ist einfach überbreit. Überbreit. So, von der Kollege Schmütchen Schleicher. Wir knacken schon mal das Rohr aus. Und wir haben den Grundlegung noch hinten. Müsste aber eigentlich rein ein bisschen immer länger. Ja, lang. Stopp. Weißt du, steckst du im Verkehr fest? Was ist denn? Ach, Mensch. Ach, du hast hier schon wieder 4 Meter 60, ist doch scheiße. Du sollst 5 Meter 10 machen. Das ist dumm. Können wir jetzt vorfahren, dann passt das nicht mehr. Guck, jetzt fährst du ein Stück rüber. Läuft. Guck. Halt's doch einfach für dich. Sitzt noch drin? Ja, gut. So, da haben wir den auch schon niedergelassen. Hoppla! Oh, war viel zu schnell. So. So, Senke nicht vergessen. Und umgewandelt. Schade, dass der mit Hündigung dann vorbeikommt, dann wird es ein kleiner Legentisch schon ganz schön weit aus da.
Ich kann über die nächsten Dinge in die Mitte kommen. Die da wachsen. Schlecht hier, dieses kleine Feld so zu nehmen. Das hier teilen wir am neuen. Wird auch so. Jetzt mal ganz kurz was umstellen. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass der so oft kommen muss. Was sagen wir hier unsere anderen Felder? Ja, komm, wenn du noch 35 mitnehmen kannst, das ist Quatsch. Kann ja tatsächlich.
So, sorry für die Unterbrechung. Kartoffelanbau. Ja, Olli. Olli, sorry. Der Olli hat es richtig erkannt. Setzt nicht Kartoffelernte, sondern Rübenernte. So, aktualisieren wir den ganzen Kruscht noch einmal. Kopieren. So. Jetzt will ich den hier umstellen. Abfahren bei 100%. Der kann aber schon bei 70% oder bei 65%. Muss glaube auch schon reichen. Wie schon meine Haus? Ich habe gewogen, ich fahre rum. Vergessen zu senken. Ein Wuffigang, wenn man natürlich auch noch an. So, dann machen wir mal kurz in diesen Bremsen kurz. Muss ich mich mal ganz kurz was einstellen. Und zwar das da. Kurz gucken. Zack. Selbstverständlich ist der Prinzenbahn ausverkauft. Über 44.000 Zuschauer, das übliche Abklatschen der Spieler, auch der Ersatzspieler mit allen Betreuern, mit dem Sicherheitsbeauftragten. Peng. Julian Weigel bestens gelaunt. Vielleicht bekommt er auch noch seine. Weil ich muss nämlich gleich den Stream ausmachen. In diesem Turnier heute hat sie Joshua Kimmich, heute hat sie Mario Gomez. Und hoffentlich gibt es Chancen. Gucken. Ja, ich schon. Für Thomas Müller. Nein. Das wird noch warten machen. Sie haben mir nämlich jedem Interview deutlich gemacht, Jonas Hector, die Nordiren, dass sie keine Angst haben. Vom Weltmeister. Das da muss natürlich auch noch an. Furchtlos wollen sie um ihre Chance kämpfen, ihrerseits. Es wäre ein unglaublicher Erfolg, ins Achtelfinale vorzustoßen in Deutschland, eine Selbstverständlichkeit. Ton aus. Kommt hier hin. Stollenkontrolle. Also halt jetzt schon wieder nach. Fünf offizielle. Na, jetzt fahren wir nochmal eine Runde. Ich habe es eingestellt, 65%. Ja, Leute. Ich habe jetzt 65% eingestellt. Im Hintergrund müsste jetzt eigentlich Fußball kommen. In knapp 5 Minuten mal den Stream raus. Die deutschen Fans auf den ersten Blick. In Ögonzahl hier in Paris. Ganz kurz hier, zack.
ist denn mit dir? Ich hab doch hier... Wir freuen uns auf stimmungsvolle Nationen. Gucken natürlich beide Streams. Den einen mit Ton, den anderen ohne Ton. Oh, warte mal, vielleicht. Den interessiert das ja nicht, ob ich Fußball gucken möchte. Entschuldigung, wir haben ein technisches Problem. Wunderbar. So, ich verabschiede mich mal von euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.